Ja, das ist ein japanischer Style, der nennt sich Ganguro-Style. Da haben sich die Japaner die Afrikaner als Vorbild genommen. Deswegen wird ganz dunkel geschminkt und ja, viele sind im Solarium, nehmen auch Bräunungstabletten und es gehört zwar nicht hier rein, aber das ist die Erklärung, warum ich jetzt gerade so komisch aussehe und ja, ihr mich alle bestimmt zum Schießen seht und ja, ist kein Fasching. Aber ich muss jetzt meine Brille wieder aufsetzen, sonst sehe ich nichts. Gut, das heutige Thema befasst sich mit meinen persönlichen Hexentagebüchern. Oh Gott, das habe ich andersrum angefangen. Ja, was schreibe ich da so rein? Also ich schreibe meine aktuellen Gedanken rein. Also ich führe das fast wie ein richtiges Tagebuch. Nur, dass ich viel über magische Geschichten schreibe, die mich gerade bewegen und beschäftigen. Auch ein paar Sachen so, ja. Hauptsächlich halt in die magischen Sachen, dann manchmal Ideen, dann einfach, was ich gerade gemacht habe. Dann, wo ich meine Kräuter gefunden habe, auch Zeitungsartikel, was haben wir hier? Schwäbische Hexenküche in Bayern. Ja, solche Geschichten, also wirklich hauptsächlich auf das Magische ausgerichtet. Sachen, die mich aktuell auch bewegen. Und schriftliche Übungen, auch aus dem Buch von Thea habe ich hier was drin, so schriftliche Übungen. Und ja, meinen Stammbaum habe ich drin. Ich habe hier auch was eingeklebt. Das ist natürlich letztlich sehr persönlich, das kann ich ja zeigen. Blätter habe ich eingeklebt, um zu üben und zu lernen, welche Blattart es ist und die Früchte dann dazu gemalt. Dann habe ich hier wieder was eingeklebt mit Kräutern. Ja, oder auch solche Geschichten habe ich eingeklebt, was ich lustig und interessant finde. Weil es mich eben bewegt. Oder hier. Ja, das kann man natürlich auch führen. Man kann das natürlich auch alles wunderbar in sein Buch der Schatten hineinschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe für jeden Furz ein anderes Buch. So wollte ich das haben. Ich wollte in meinem Buch der Schatten wirklich nur meine Sprüche drin stehen haben. Sonstige Erklärung, theoretisch ist ein extra Buch. Dann meine Rituale, die ich aufschreibe in einem extra Buch. Dann eben hier extra Tagebuch. Ich habe das getrennt. Manche machen irgendwas. Jährlich ein neues Buch. Klar, das ist dann voll, wenn alles drin ist. Ich wollte es extra haben und jeder kann es machen, wie er möchte. Und ich hoffe, ihr hattet hier jetzt einen kleinen Einblick und ja, viel Spaß dann da dabei. Vielleicht habt ihr ein anderes System, da bin ich auch gespannt drauf. Tschüss!